Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Vorstellung unserer Pokémon-Teams. Wenn ihr euch dran erinnern könnt, haben ich und der Raptor jetzt einen kleinen Fight gegeneinander. Und zwar in Pokémon Smaragd und wir haben jetzt, hoppala, unsere Teams angegeben und haben sie eigentlich weitgehend alle fertig. Und dann fange ich erstmal mit meinem Team. Ja, ich musste mir erstmal dick schön einen Sasuke da im Hintergrund hinmachen, einfach nur weil es geil ist. Im Team befindet sich ein Gardevoir, um meine psychische Stärke ein bisschen hinauszukämpfen, hinauszufördern. Des Weiteren habe ich, um ein bisschen Stärke und Muskelkraft einzubringen, mir ein kleines Brutalander angeschafft, dazu geholt. Habe ich mir ertauscht. Wie gesagt, wir durften bis zu 3 Pokémon tauschen. Bei mir war es Brutalander, damit ich es überhaupt frühzeitig kriege, weil normalerweise kriegt man es erst richtig sauspät. Dabei mein absolutes Lieblings-Pokémon in letzter Zeit, mein wunderschönes Absol, wie man es im Hintergrund schön sehen kann. Einfach nur, weil es geil ist und weil er eigentlich mega geil ist, das Pokémon. Also von Initiative her ist es verdammt schnell. Und Attacken lassen sich auch gut spielen. Und natürlich als Anfangs-Pokémon mein Logok, einfach nur weil er zwei Typen innehält, was ich relativ gut finde, weil ein Feuerkampf ist dann auch mal effektiv gegen Gesteins-Pokémon. Sonst hätte man relativ große Probleme gehabt, aber so hat sich das glücklicherweise gelegt. Normalerweise sollten bei mir ins Team mein Logok. Es sollte Xerox dabei, weil ich wollte dann Kampffeuer. Xerox hat die Stahlkäfer mit dabei gehabt und die sollten eigentlich mit dabei. Und dann wollte ich auch Kabuto wollte ich noch mit dabei, Kabutops. Einfach nur wegen Wassergestein, wäre auch super geil. Das vierte wäre noch so eine Auslegsache gewesen. Hat sich aber leider nicht ergeben, weil man in Smaragd erst nach der Pokémon-Liga tauschen konnte. Also haben wir uns komplett, habe ich mich komplett für dieses Team entschieden, weil ich, wie mit Absol habe ich schon extrem viele gute Erfahrungen gemacht. Logok, wie gesagt, weil es zwei Typen innehält, finde ich ganz gut. Brutalander, weil er einfach wirklich ein dicker Klops ist, der hält mal ein bisschen mehr aus. Als Drache muss man einfach ein Team haben. Und halt Gardevoir, und das hat eine spezielle Aufgabe bei mir im Team. Aber eine Strategie möchte ich nämlich noch nicht freigeben. Weil er sieht das wahrscheinlich auch. Ja, hier unten rechts sieht man auch mal ein schönes Titelbild, was ich mir gebaut habe jetzt mal. Ganz passend. Dann kommen wir jetzt mal zum gegnerischen Team. Achso, machen wir es dann so. Ich bin jetzt gerade in hier. Wie heißt das nochmal? Hier da, wo diese Raketenabschussrampe ist. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Ding heißt. Und bis auf Absol befinden sich alle auf Level 55. Ja, ich weiß, ziemlich schwach. Normalerweise wollte ich da eigentlich alle auf Level 60 haben, aber ohne dass ich irgendwie mitgedacht habe, ging alles auf einmal bam, 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 und schon war ich irgendwie da. Das heißt, in der Siegerstraße muss ich nochmal ordentlich reinhauen mit trainieren, dass ich bei der Pokémon-Liga alle auf Level, ja, dass da wirklich, dass mindestens bei der Pokémon-Liga alle auf Level 60 sind. Mindestens. Das soll mindestens so sein. Ja, das bin soweit ich. Jetzt kommen wir mal zu unserem Raptor. Und so. Auch hier oben ein wunderschönes Bild. Man sieht auch ein eigenartiges Team. Als Anfangs-Pokémon haben wir hier das Gewaldro. Er hat gesagt, relativ schnell, relativ flink, hohe Initiative, was ja verdammt wichtig ist. Auch er hat sich dann ein Bollwerk dazu reingestellt, und zwar ein Stolos, wesentlich ziemlich stark, aber wenn ich halt alles richtig spiele, sollte es machbar sein, dieses Pokémon down zu kriegen. Des Weiteren
um wahrscheinlich diese um ein bisschen Strategie mit Vergiftung und sowas. Ich vermute mal, dass irgendwie mit Vergiftung und sowas da zu tun hat. Hatte auch ein X-Bad mit dabei. Ein relativ unerwartetes Pokémon meiner Ansicht nach. Also damit habe ich nicht gerechnet, als er mir dieses Pokémon gesagt hat. Fand ich schon eigentlich ganz nice. Habe ich nicht wirklich nicht mit gerechnet. Mein Team ist nicht darauf kaum darauf aufgebaut. Gegen ein X-Bad. Ich wüsste jetzt nicht, was ich habe. Doch, ich glaube, Unlicht ist effektiv gegen Gift. Das könnte funktionieren. Ja, und halt auch, um diese psychische Stärke reinzukriegen und weil es einfach ein mega Abfuck-Pokémon ist. Das Simsalat, das ist sein getauschtes Pokémon. Einfach mächtig. Braucht man nicht viel zu sagen zu Simsalat. Ja, hier unten ist das Raptor, finde ich voll cool. Das Emblem habe ich auch selber zusammengestellt. Total nice. Für ihn habe ich jetzt normalen Trailer hier reingeknallt, weil er ist halt nicht so der Anime-Fan. Ich hätte hier vielleicht Captain Tsubasa reinstellen sollen. Das hätte ich machen müssen, ey. Nice shit, Alter. Ja, das ist sein Team. Er hatte vorher auch ein bisschen was anderes überlegt. Er wollte eigentlich noch einen Blitzer mit dabei haben, um halt schön paralysieren zu können, du dummes Arschloch. Gut, dass du es nicht machen kannst. Ja, einen Blitzer wollte er mit dabei haben. Ich wüsste jetzt, die anderen habe ich total vergessen, die er noch dabei haben wollte. Das wäre jetzt... Ah ja, der wollte auch noch einen Sherox, wollte er auch noch haben. Ja genau, Blitzer und Sherox wollte er haben. Und ja, er hat sich erstmal so ein bisschen gesträubt. Nimmt er jetzt Gewaldro oder sollte er auch Logok? Weil er wollte eigentlich auch eher einen Logok nehmen. Hat er sich aber überlegt, na, da weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Es gibt eine Schwäche hier und das ist natürlich das Feuer-Pokémon. Es gibt nichts, was effektiv. Er hat halt die Schwäche Stolos und Reptane. Da hat er verkackt. Also wenn ich das richtig einsetze, könnte ich Reptane, Gewaldro und Stolos schön mit meinen Feuerattacken wegownen. Mein Absol gegen das Simsala und auch gegen X-Bad im Endeffekt, wenn ich Glück habe. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Unlicht gegen... War es Unlicht oder Psycho? Irgendeins der beiden ist effektiv gegen Gift, das ist ganz gut. Aber ich habe halt Angst vor der Verwirrung wegen Superschall und irgendeiner Vergiftattacke. Das kann mir ordentlich zusetzen, dieses X-Bad. Das nervt mich jetzt schon voll ab, ey. Auch das Gewaldro darf man natürlich nicht unterschätzen, wenn er irgendwie eine Hinterhand hat, und zwar mit Absorber oder sonst irgendwas, kann er nicht auch ziemlich rudelbumsen damit. Und das Stolos, also wenn er es richtig einsetzt, dann noch Härtner oder sowas mit dabei, irgendwas, was seine Verteidigung noch aufpusht, ich glaube, dann kann mich das ordentlich wegrudelbumsen. Also das ist Hardcore. Das ist ein super Team. Ja, das ist die Teamvorstellung. Er konnte leider zurzeit nicht viel weiterspielen. Er befindet sich alle so auf Level 35, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 35. Und ist in Bad Lavastadt. Auch eigentlich ein super Level. Alle auf 35. Vor allem, wie jeder weiß, braucht Stolos einfach Ewigkeiten, bis der mal ein Level vorankommt. Simsala generell braucht überhaupt nicht viele EPs. Und dadurch, dass noch ein getauschtes ist, geht das bei dem relativ flott. Gewaldro ist auch eins, was sie etwas schneller trainieren lässt, und X-Bad kann ich jetzt nicht sagen, da kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus mit. Ja, das ist unsere Teamvorstellung, jetzt nochmal beide gleichzeitig, um zu zeigen, so sieht das jetzt aus. Und nun möchte ich eure Abstimmung haben, ihr könnt immer noch drauf wetten, wer gewinnt, und uns Vorschläge für die Bestrafung reinknallen, weil ich habe schon ein paar Vorschläge gemacht, aber er ist halt so pingelig, dieser kleine Lucha, extrem pingelig. Und daher, ja, schreibt es rein, auch gleichzeitig mit einem Tipp, wer gewinnt, und wir werden mich von denen die Bestrafung raussuchen, die auf den richtigen getippt haben. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch alles Gute. Cheerio, hoffentlich sieht man sie irgendwann mal online. Tschüss.